So, auf dem Bildschirm sieht das alles ein bisschen unsinnlich aus. Darum habe ich Ihnen eine Duftprobe der Pflanzen mitgebracht. Das hier ist die Mittelmeerzypresse, von der ich Ihnen bereits am Telefon erzählte. Oder Pinie wäre auch eine schöne Alternative. Unser taiwanesischer Investor ist ausgestiegen. Mir fehlen 23 Millionen. Oh. Ja, wir stehen auf einem Schloss aus Luft. Es ist ein Wunder, dass uns der Boden überhaupt trägt. Gehen Sie schon mal vor, ich komme gleich nach. I'm a cowboy on a steel horse I ride and I want it, want it. Dead or alive. Gestatten Sie mir eine Frage? Sicher. Ist es schon zu spät, dass ich mich auf Ihre Anzeige bewerbe? Eine Anzeige? Ach so, Sie wollten... Ach bitte, keine Angst, keine Angst. Ich trage keine Peitsche am Gürtel. Und ich hatte das Gefühl, dass Ihre Anzeige eher augenzwinkernd gemeint war. Oder irre ich mich? Nein, nein, ganz und gar nicht. Sie sind der Erste, der das richtig versteht. Ja, den Menschen heutzutage mangelt es an Gespür für Ironie. Genau, das gleiche habe ich eben zu meiner Frau gesagt. Ja, sagen Sie, möchten Sie nicht auf den Moment mit reinkommen? Es wäre sehr freundlich von Ihnen. Dann kommen Sie. Für mich drückt das Wort Sklave die Sehnsucht nach einem Arbeitsverhältnis aus, das nicht von Geld, sondern von Vertrauen bestimmt wird. Sie möchten also gerne Sklave genannt werden? Ach, Evi. Alles, was ich mir wünsche, ist eine würdevolle Arbeit, der ich mich mit voller Hingabe widmen kann. Ich möchte Menschen dienen, die es wert sind, dass ich sie von den alltäglichen Mühen, kleinlichen Sorgen, geistlosen Routinen entlaste, die unser Leben so freudlos machen. Ja, das klingt sehr verführerischer. Pathos, aber wir suchen bloß eine Putzfrau. Und wir haben weder Geld noch Bedarf für einen Diener oder Butler oder wie auch immer Sie sich nennen möchten. Ja. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Gut. Und wie gesagt, ich lege keinen Wert auf Bezahlung. Mir genügen Unterkunft und Verpflegung. Aha. Eine menschenwürdige Arbeit. Ein nützliches Leben. Danach sehne ich mich. Und dafür wünsche ich Ihnen viel Glück. Wir melden uns bei Ihnen. Überleg dir nochmal, ob du dich nicht mit jemandem im Haus sicherer fühlen würdest. Für mich drückt das Wort Sklave die Sehnsucht nach einem Arbeitsverhältnis aus, das nicht von Geld, sondern von Vertrauen bestimmt wird. Sie möchten also gerne Sklave genannt werden? Bitte, nehmen Sie Platz. So geht der echte Profis ans Werk. Die Menschen heutzutage können weder dienen noch befehlen. Fürs Gehorchen sind sie zu groß, fürs Herrschen zu klein. Was sind denn das für Männer? Die bauen dir deinen Swimmingpool. Diese Leute gehorchen nur, solange sie uns fürchten. Was ist ihre Frau? Das sind meine wunderbaren Nachbarn. Du und ich, wir beide blicken ohne Mitleid auf die Masse. Ich Arzt, du Schwester, ich Chef, du Untergebene, ich Oberen, du Unten, verstanden? Mit euch Deutschen nie etwas anfangen. Ein Land von Schwuchteln regiert, von einer Frau, die sie Mutti nennt. Tut mir leid, Mohammed. 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 Ha. 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 Mo. Mo. Mohammed. Kann ich nicht einfach Mo zu dir sagen?
Sie sollten sich endlich abgewöhnen, uns als Menschen zu betrachten. Mohammed. Genau.